gestern Nachmittag um 15 Uhr wurden die Kollegen hier aus Weihe zum Bahnhof nach Kirchweihe gerufen, weil dort zwei Fahrraddiebe wohl gerade dabei sind, ein Fahrrad zu entwenden. Als die Kollegen da eingetroffen sind, haben sie die zwei Jungs angetroffen. Einer ließ sich widerstandslos, also ganz freiwillig so festnehmen, und der zweite hat gleich an Ort und Stelle einen großen Macker markiert. So. Er hat also Personalausweis gibt er nicht raus und auch immer wieder versucht, sich der Kontrolle zu entziehen, indem er versucht hat, einen langen Schuh zu machen, also abzuhauen. Und als er das wieder versucht haben, haben die Kollegen ihn festgehalten und wollten ihn dann auch entsprechend fixieren, weil sie ihm vorgewarnt haben. Und dann hat er angefangen, um sich zu schlagen, zu treten und so weiter. Und es waren dann vier Kollegen nötig, um ihn dann so fixieren zu können, am Boden zu kriegen, dass man ihn auch stillkriegen konnte oder sowas. Die vier Kollegen, die dabei waren, sind alle vier leicht verletzt, also Abschürfungen oder eine Prellung oder sowas. Also nichts Schlimmes, aber eben halt doch verletzt worden, sind alle weiterhin dienstfähig, auch keine Frage. Und der junge Mann musste dann mit Hand- und Fußfesseln entsprechend ruhig gestellt hier zur Wache mit